So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Man of the World hier auf einem wunderschönen Kanal. Wir sind heute mal wieder hier unterwegs und müssen hier ein paar Leutchen killen. Ich weiß, bin jetzt runtergerannt, deswegen ist er auf der Suche nach mir, also das braucht mir jetzt keiner sagen. Genau die brauche ich. Okay, ich glaube, mein Video ist fertig mit Rennen im Hintergrund. Das ist ein Grund, warum da wird die CPU nochmal auf 100% durchgehend ausgelastet. Aber dort unten ist auch gerade das Speichersignal. Oder hat sich das Spiel jetzt komplett aufgehangen? Machen wir schon mal Escape zur Sicherheit, falls es wieder sich wieder da ist. Sieht nicht so danach aus, dass sich das Spiel wieder hängt. Echt schade. So, da hat sich das Spiel wieder beruhigt. Jetzt müssen wir mal gucken, von wo jetzt die Gegner kommen. Der eine kommt von da drüben. Das ist richtig scheiße. Weil der wird mich gleich einkesseln. So, ganz einfach. Wir müssen jetzt aber mal versuchen, eben hier durchzukommen. Ja, Spiel hat sich schon wieder aufgegangen. Also, oder auch nicht. Und von hier oben sieht man nicht viel.
Alter, ich liebe dieses Spiel, ist wirklich so. Es ist einfach nur geil, wie man hier. Story Mode ist eigentlich das Beste, weil hier wird wirklich geschlichen und hier wird nicht einfach, jo, okay, ich renne hier mal durch. Ah nee, jetzt kommt das. Oh, Ratten. Okay. Ich verschwinde einfach im Boden. Hallo. So. Warten, bis einer von den beiden am besten weggeht. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt hier nicht. Diese Bombe hinzulegen, das bringt auch nichts. Also diese mit dem Stolperdraht dann wegrennen, hier hinwerfen mit dem... Das was bringt, ich weiß es nicht. Doch keine gute Idee. Stirb, du Bastard! Fliehen ist zwecklos! Hey, Kamerad! Alles in Ordnung? Kein Risiko ein! Voller
Heilige Makaroni, Scheiß von Mama. Habe ich das nie bald geschafft? Nächsten Checkpoint hier. Ja, Checkpoint erreicht. Oh, ist das geil. Wisst ihr, wie geil das ist, mal wieder einen Checkpoint zu erreichen? Also ich hoffe, dass es ein Checkpoint ist. Bin ich halt. Nee, nee, bloß nicht normal. Also im echten Leben hätte ich mich da irgendwo hingeworfen. Ja, schießt mich hier, bitteschön. Legt meine Marke irgendwo hin. Ich will nicht mal leben. So. Das ist wieder so ein Speicher. Ich würde gerade sagen, so ein Speicherbug vielleicht ist das. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Hoffentlich. Ich brauche eine neue Waffe. Jetzt wird's persönlich. Doppelschichten. Nein, so ist das nicht. Ich schreibe eine Geschichte. Ein Abenteuer. Eine Geschichte? Worüber? Über einen Hund, der nach dem Tod seines Herrchens durch Europa läuft, um nach Hause zu kommen. Klingt langweilig. Wo ist da der Witz? Seit wann bist du denn unter die Buchkritiker gegangen? Man muss kein Genie sein, um ein Buch zu schreiben. Alter, ich find's auch geil, dass man hier wirklich so ein verdammter Hauptmann, gib immer mir die Scheißarbeit. Was sie ist bloß einer? Drüben sind bestimmt zwei. Nee, wie konnte man sich gleich noch mal heilen?
Ah, das war riskant jetzt. Achtung, Feindgebiet. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Da würde ich sagen, habe ich es ja gleich geschafft, oder? Oder was würdet ihr sagen? Wenn da steht, Achtung, Feindgebiet, da würde ich mich langsam so in Sicherheit fühlen. Zu den Kopf einzuziehen. Nein, sicherlich nicht. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Hatte irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebraucht? Wilson, wir sind in Niemandsland. Wir müssen los. Sofort. Ich komme nicht hoch. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir, oder du bist ein verlogener Bastard, der mich verdammt nochmal erlöst. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbar. Du bist nicht George Rickham, was? Der Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Okay, hauen wir ab hier. Viel Blut verloren. Ich hatte nur wenig Zeit, ihn Leben zurückzubringen. Und ich muss bestimmt dahin, wo das Licht gerade ist. Die Lichter, sagen wir es mal so. Überleg mal, damals sind die hier immer wieder hin und her gerannt in dem Stellungskrieg. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Das kann sich eigentlich keiner vorstellen, der irgendwie im Krieg war. Noch nicht im Krieg war. Ein Stellungskrieg ist ja was anderes als der Krieg heutzutage. Heutzutage schießen wir und ja. Achtung, Feindgebiet. Jetzt kommt drauf an, ja, welcher Feind? Scheibenkleister. Ja, ich kann niemanden eine Spitzhacke aufheben. Jetzt muss ich denn noch laufen? Ich bin jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin die ganze Zeit in die gottverdammte falsche Richtung gelaufen. Das ist natürlich die Frage, liegt es jetzt daran, dass ich hier Let's Playe und spreche nebenbei, oder liegt es jetzt eigentlich daran, dass ich bescheuert bin?
Würde ich nochmal gerne von diesem Kontrollpunkt bitte nochmal neu anfangen. Wie dämlich bin ich denn? Der Typ würde im echten Leben bestimmt schon nur abkacken. Ey, weißt du, wie mich das gerade aufregt, dass ich hier in die falsche Richtung laufe? Wo ist denn der? Da. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Und benutze natürlich den Wanderweg, der hier schön aufgelegt worden ist. Und ich glaube, das leitet dann langsam die Aufnahmen. Habe ich nämlich zwei, ich sage jetzt mal 3 Missionen fertig. Ja, guck mal, hier ist das Flugzeug. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Die Deutschen sind nicht dafür bereit. Stimmt. Jerry, Stoß drauf. Aber ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, damals ein bisschen bescheuert, wenn die dann wirklich auf alles schießen und die eigenen Leute wollen zurückkommen. Schrecklich. Einfach nur schrecklich, diese Mission. Das Fliegen ist ja lustig. Er ist tot. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Lebt doch noch. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durch Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du, Blackburn. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Geil, geil, geil. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Scheint es mir an den Augen. Oh, wie geil. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir in der nächsten Part.
wie das hier weitergeht. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen rum, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mendeswort. Ciao, ciao.